crazy Ansätze, meine Damen und Herren. Sergej Sofie Russland. Es punkte immer 5 Punktrichter am Ring nach dem 10-Point-Mass-System. Das heißt, hier wird gekämpft jeweils über 3 Runden in 3 Runden. Und damit, Seconds out. Ring 2, Runde 1, Round 1. So, der erste Kampf beginnt also. Und wir freuen uns darauf, mit einem Deutschen beginnen zu können. Adam Mustafi gegen, ja, Gunn. Denn er kann wirklich was als diese Name dann auch aussprechen können. In der roten Ecke, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen den Athleten der deutschen Delegation vorstellen. Alberto Mustafi, 1996 geboren. Er schaffte es, meine Damen und Herren, im vergangenen Jahr der U21 deutscher Vizemeister zu werden. Hier steht er im Finale und erfüllt sich damit einen Traum, im Finale des 43. Chemie-Pokals mitzukämpfen. Ihr Applaus, meine Damen und Herren, für die rote Ecke, für Deutschland, Alberto Mustafi. Sicherheit.
Wir haben die Medaille, meine Damen und Herren, für die Mongolei, an Elena Jakujak, 1996, 93 geboren, Verzeihung, seit 11 Jahren steht er in Ring, seit 2005. In den Jahren 2010, 2012, 14 und 2015 ist er mongolischer Meister, meine Damen und Herren, und holt bei den Asienmeisterschaften 2015 in Bangkok die Bronzemedaille. Mehrfacher Medaillengewinner, meine Damen und Herren, zum Beispiel auch 2015, da holt er den zweiten Platz hier beim Chemie-Pokal in Halle. Die blaue Ecke aus der Mongolei, Gamer Gelengar Kujan. Second round. Ring 5, Runde 3, Round 3. Also was ich ganz genau sehe, ist das Datum, kann auch ein, zwei Punkte mehr auf dem Konto, das muss man erkennen, aber es ist zu vielleicht da auch noch einmal ja, auf sich aufmerksam machen. Also, ein richtiger Schlag im Boxen, du hast es alles entscheiden. Thank you.
Empfang nehmen. Leider, leider, muss man sagen. Aber ich glaube, am Ende geht dieser Kampf auch weiter.